Mac-Puls draufballern oder haben wir noch was anderes im Angebot? Ich würde mit der Mac drauf gehen. Die hat einen guten Wumms. Leichter Treffer. Treffer? Versenkt. Sicher? Das ging zu leicht. Ich glaube, der ist noch da. Zumindest steht er da jetzt nicht mehr. Er hat sich doch teleportiert. Das könnte sein. Gucken wir mal hier. Auf jeden Fall ein Aufzug. Jettison Enable Master Control. Ja. Sprengungsaktivierung defekt. Mögliche Ursache: Schaden am Energierelay. Diagnosebericht in Reparaturzone auf Wartungsebene bietet detaillierte Analyse. So, genau. Das war das, was wir die ganze Zeit erwartet haben, dass wir jetzt auf Ebene 3 müssen, um da zu reparieren. Dann gucken wir einmal noch da durch die Tür durch, bevor wir einen Aufzug nehmen. Hier ist noch ein Aufzug. Ah, Manager-Tür. Oh, ist das Textfile. Edward Diego, Vizepräsident von Rex Melville Techniker. Auf Ihre durch Schodern übermittelte Autorisierung hin haben wir eine ETE, experimentelle Teleportationseinheit, in Ihrem neuen Büro installiert. Ihr zweiter Zugang ist neben dem Aufzug. Zur Wartungsebene. Aktivieren der ETE wird durch ein Objekt mit genügend hohem Gewicht, 50 Kilos, ausgelöst. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass sich die ETE noch in der Testphase befindet. Das Forschungsteam ist mit Shodans Autorisierung nicht einverstanden. Wir raten zu höchster Vorsicht bei der Benutzung des Geräts. Dann hören wir uns nochmal den... Wahrscheinlich ist das Edward Diego auch. Ja, 15. Oktober. 15. Optimum Sicherheitsteam versuchte gerade in Flughalle 6 zu landen. Sie waren sehr beeindruckend, bis ich sie samt ihrer Arroganz abknallte. He Shodan, zum Diktat bitte. Liebe Triop, schick doch bitte noch mehr Leute, die meine Machenschaften untersuchen sollen. Ich kontrolliere den Sicherheitsdienst, ich kontrolliere die Roboter und ich störe die Übertragungen. Na los, Rebecca, untersuch mich doch. Untersuch du nur, bis du blau im Gesicht bist. Notiz an mich selbst, halte den Hacker in Reserve, falls du ihn noch einmal brauchst. Ansonsten kannst du ihn erledigen. Also, wie wir schon gedacht haben. Shodan, ich erkenne und bewundere die Weisheit und Güte deiner Taten. Du willst uns nicht schaden, sondern uns zu höherem Ruhm verhelfen, indem wir einem so perfekten Wesen wie dir dienen. Gestatte mir, meine Ergebenheit zu demonstrieren, indem ich den menschlichen Abschaum an dich ausliefere, der sich deiner Herrschaft widersetzt. Sie befinden sich im Augenblick in der nordöstlichen Speisehalle. Das Einzige, was ich dafür verlange, ist eine gewisse Sicherheit und das Privileg, deine Botschaft verbreiten zu dürfen. Ich glaube, das war gerade Edward Diego, der uns angegriffen hat. Ich habe so das Gefühl. So. Ist das dann ein Teleporter? Nee. Das ist der Aufzug zur Ebene. Dass es da hier auch so einen Teleporter geben sollte. Da ist auch noch eine andere Tür. Dann nehmen wir die doch. Also erstmal speichern. Speichern. Telefoniert. Ah, ja. Das sieht doch sehr nach Teleporter aus. Oh, warum hat mir niemand gesagt, dass mein Arsch... Dass ich so einen fetten Arsch habe, meinst du? Ja, ich glaube. ja. Und jetzt? Nicht hilfreich. Nicht hilfreich. Ich glaube, wir laden nochmal. Du musst erst von der einen Seite aufmachen, sonst. Ja, ich kann auch einfach die Tür aufmachen. Ach so.
Geht das? Da war ein Knopf. Ah, na gut. Da, den und dann geht die Tür auf und dann sind wir nämlich am Anfang wieder. Schau. Ah. Aber jetzt gehen wir zum Aufzug, würde ich sagen. Zu dem, wo wir eben waren. Ja, schauen wir mal, wo der uns hinführt. Lass doch an. Du musst doch nur durchtreten. So. Oh, guck, da sind viele Spielsachen. Sehr schön. Die Chefs sichern sich immer die besten Spielsachen von allen. Klassiker. Schockbombe. So ein bisschen First Aid Kit könnte noch helfen. Ja, aber wahrscheinlich dachte er, ihn greift eh keiner an und er hat ja Shodan-Immunität. Und er braucht ja auch mit dem Cyborg-Körper keinen First Aid mehr. Das stimmt. So, wir müssen auf Ebene 3. Dann schau mal, kommen wir da auf Ebene 3? Aufzug defekt. Biohazard Notfall. Ah. Wahrscheinlich erst, nachdem die Dinger abgesprengt sind. Na gut, dann gehen wir jetzt auf Ebene 3. Nee, nicht hier rum, sondern andersrum. Über den Teleporter? Ja. Weil da kommen wir ja beim zentralen Aufzug raus und der müsste uns ja eigentlich zur Ebene 3 bringen. Das ist überhaupt eines der Geschichten beim Spiel. Die Levels sind nicht linear. Man muss ständig von A nach B wieder zurück. Ja. Das ist einerseits natürlich ganz cool. Und für damalige Verhältnisse war das auch ziemlich cool, aber das ist schon sehr anstrengend. So, speicher mal lieber, weil Monster. Energiegieße. Energiekrise. So. Reparatur. Maintenance. So. Jetzt bitte das Größte an Waffe, was du hast, mit bitte Projektilen. Mit Projektilen? Ja. Das wäre das hier. Genau. Weil die Wo war Biester denn das mit, den, mit dem Lichtschwert? Mit dem Lichtschwert. Sekunde. Wir sind auf Ebene 3. Maintenance. Hier, schau. Das ist bei der 8. Warum die 8 ist? So weiter da unten. Weiter da unten. Also du musst Richtung Süden dich halten. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal da so. Genau. Es kann sein, dass wir die irgendwie geöffnet haben im Cyberspace oder so. Ja. Mach mal die Kamera aus. Schieß, 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 schieß. Ich glaube, da können wir nachher dann den Sprengstoff anbringen. Kann man das schon? Das sieht so aus, als müsste man da irgendwas tun. Monitor für Zeitverzerrung. Ach so, oder auch nicht. Wozu gibt es einen Monitor für Zeitverzerrung? Relativistische Effekte. Unpraktisch. Ja. Also wir waren schon ganz gut unterwegs, aber das war noch nichts. War noch zu unkonzentriert. Ja, wir müssen schauen, dass wir aufpassen, immer erst nach links und rechts zu gucken, uns dann von hinten der Andro erwischt hat. Hier ist nichts. Also die Zeit müssen wir uns dann doch nehmen. Genau, aber hier geht es in zwei Richtungen und in beide Richtungen ist ein Android. Und in die anderen auch. In die Ecke gucken. Da ist, nee. Wo ist er? Da.
Da hinten. Und da ganz hinten. Da oben ist noch eine Kamera. Siehst du, jetzt machst du sie auch immer damit kaputt. Ja. Das macht auch zu viel Spaß. Man muss doch sagen, das macht auch zu viel Spaß. Wozu hat man so eine Flechette-Pfeilchenkanone? Wenn nicht, um damit Bums zu machen. Ja. Mächtig, mächtig, Badaboom. Mächtiger Badaboom. Ja. Nicht so ein Doppelwumms wie hier. Wie wir da vorher hatten. Genau. Wir sprechen von The Big Splash. Dem großen Platscher. Dem großen Platscher und Zipfelplatscher. Jetzt hängst du mich langsam ab. So, wir wollen hier irgendwas machen. Wartung. Bitte nachladen. Sind wir irgendwie halbwegs auf Kurs oder? Lass mich kurz gucken. Oder sind wir ganz falsch? Wir sind ganz falsch. Nicht ganz falsch. Nein, hier? Wir sind hier, schau, wir sind hier unten und wir hätten wieder nach vorne. Da? Ja, und genau. Haben wir zumindest erstmal aufgeräumt. Nach vorne und dann durch die Tür auch noch durch. Genau, hier abbiegen. Durch die Tür. Ja, nicht hier noch? Nee, nee, durch die Tür. So, zu weit. Ja, Achtung. Durch die Tür. Dann die nächste Möglichkeit. Dann hier den Wartungsschacht hoch. Wartungsschacht hoch. Da, die Leiter. Ah. Gerade drauf. Ja, ja, ich muss erstmal. Ja, alles nicht so leicht. Das ist ein ganz schönes Stückchen. Aber jetzt hast du es. Jetzt hast du es. Volle Kanne, Hoshi. Aber jetzt weißt du, wo wir hin müssen. Ja. Jumen, Jumen. Kannst auch gleich wieder zurückgehen. Oder willst du das hier auch machen? Also Trick ist ja, dass man weniger Munition verbraucht, als man bekommt. Ja. Hier drum, hier rum. Geradeaus. Und hier, genau. Speicher vorher. Übrigens, Steuerung S. Ja. Ich hatte das mal gehört, dass das so sei. Mitten im Süden. Achtung! Fertig. Und jetzt bitte ganz vorsichtig. Ja, sehr schön. So zerlegt man den. Und ich glaube, da müsstest du das Schwert jetzt finden. Wie wäre es damit? Achso, du musst wieder Platz im Inventar schaffen. Ja, aber ich brauche ja die Spark nicht mehr. Ich habe ja dafür die andere. Ja, dann hau die Spark weg. Laserdegen. Ist ja auch schön. So, jetzt hast du deinen Laserdegen.
Und genau. Dann würde ich sagen, gehen wir, weil das nicht so weit weg ist, als nächstes den Schalter für die Regeneration umlegen, weil dann sterben wir nicht mehr permanent. Und der ist wo? Der ist, wenn du wieder zum Hauptgang gehst. Und ein Stückchen weiter gehst. Andere Richtung. So. Und da im Eck. Hier. Na, noch ein Stückchen weiter. Aber da, wo das Feuer ist wahrscheinlich. Das ist hier ganz hinten. Da kommt man hier durch eine Tür durch. Wo war hier doch auch noch eine Kamera? Wo ist denn die? Draußen, von außen dran, würde ich sagen. Da ist sie. Ja. Warum kann man die Kamera nicht benutzen? Ist ja nett. Springen! Jump! Na gut, oder reck dich! Wie war das? Esel, streck dich. So, nee, da noch und in der Tischlein deck Ecke. dich, Esel, streck dich. Genau. Oh, da ist nämlich. Tür ist verschlossen. Da ist ein Knopf. Daneben, da. Guck. Da, genau. First Aid. Da kannst du uns bitte den Knopf drücken. Schildbauchumwandlung abgebrochen. Glückwunsch! Standardregenerierung Langsam aktiviert. nehmen wir wieder ein bisschen Fahrt auf. Das ist gut. Das Ja. brauchen wir auch. Und ich helfe uns gerade mal. So, irgendwo war doch hier so ein Wartungsding auf Ebene 3, hieß es. Wir brauchen eine Ebene 3-Diagnose. Wir brauchen eine. Dann suchen wir den Relay Analyzer wahrscheinlich. Ist das Pichtu? Ja. Hat aber geballert. Das kriege ich deshalb jetzt. Ich kann nicht parallel. Ich kann nicht. Kann kein Multitasking. Ja, speichere vielleicht mal. Ich habe ja gespeichert. Ich lade Also. jetzt nochmal wieder rein. So, das war nämlich hier diese Tür hier auf der linken Seite. Und Ja. vorher mache ich mal das Nachtsichtgerät an. Nämlich hier. Die Viecher da. Und jetzt shifte mal, wobei du bist eh halb tot. So, ich suche eins. Kann hier auf dem Plan keine eins. Ja, das Problem hatte ich vorhin auch schon. Ach doch, ja, hier sehe ich's. Das ist, wenn du hier geradeaus weitergehst. Nicht hier rein, sondern den Gang weiter. Soll ich da nicht lang gehen? Nein. Hier lang, genau. Und da vorne im. Genau, hier ist denn. Ach so, weil da Stromkabel hing darüber und du bist gegen die Stromkabel gekommen. Aber da bitte und nicht in die Ecke gehen, sondern den Raum daneben. Also wenn du hier geradeaus runter gehst, hier, da, wo die Kamera über der Tür ist. Und die Kamera kannst du natürlich auch kaputt machen, aber. Die Tür. Da steht, dass man eine Ebene 1-Diagnose bekommt. Hier ist auch Da noch ist auch noch irgendwie eine. eine. 18%. Das wird. Schau, das sieht doch so aus. Relay Relay-Analyse. Analyzer. Genau. Gehen Sie dann zum So, Relay-Analyzer-Raum ich brauche 1. eine Tastatur, ich muss einen Code eingeben. Ja, ich habe den Code hier.
Willst du ihn wissen? Ja, wo kriegen wir den her? Du kannst die Logs nochmal durchhören. Es könnte sein, dass er da vorkam. Oder in dem Büro von diesem einen Wartungstechniker. Oh. Die ist wirklich sehr effektiv, die Waffe. Nee, wo du den Code offiziell herbekommst, weiß ich nicht. Steht nicht hier. Aber es ist noch keiner der Codes, die wir hier auf unserer Liste stehen haben, leider. Und ich könnte mir vorstellen, aber dass das im Büro des Wartungstechnikers vielleicht ist. Die Magnum haben wir schon. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, wir haben sie bisher jedes Mal weggeworfen. Ist ja egal. Wir haben Lichtschwert. Ja. Wie also. Geil ist das denn? Ich meine, es geht viel um Ethik. Das heißt, Star Trek kommt so ein bisschen das vor. Jetzt Star Wars hat sein Lichtschwert. Und komm, gib mir den Code. 428. Ansonsten könnten wir noch. Direkten Interface-Demodulator ersetzen. Ja. Und jetzt defekten Interface-Demodulator ersetzen. Der ist bei Punkt 6. Wahrscheinlich brauchen wir einen Ersatz dafür. Und Punkt 6 heißt, jetzt müssen wir dahin, wo du vorhin lang wolltest. Ah, okay. Ich sehe jetzt mal einen kleinen Stromschlag, ne? So. Ah, da liegt Zeugs im Eck. Die haben immer nichts. Toter, unsichtbarer Mutant. Oh, Logs. Logs. Was zum Kern. Und eine Muni. Nee, daneben. Guck, hier. Eine Kopflampe. Die könnte hier ganz praktisch sein, in der Tat. Braucht halt nur Saft. Ja, aber das Nachtsichtgerät braucht auch Saft. So, dann hör mal durch die Loks durch. E. Da, E. Ebene 3 und Jiren. Ich bin der einzige Überlebende der ursprünglichen Gruppe. Sodan kontrolliert jetzt die Brücke. Ich muss irgendwie dorthin kommen und mich in das Hauptterminal einschalten. Bis jetzt bin ich zur technischen Abteilung hochgekommen. Aus wie ein großes Labyrinth. Aber von der Zentralnarbe aus kann man überall hinkommen. Jetzt liegt es oder näher. Bin gerade von der Sicherheitsebene zurückgekommen. Alles völlig umgebaut. Wenn jemand dort rein muss, sollte er die Antigravlifte zu den Mauervorsprüngen nehmen. Und gegen den Uhrzeigersinn um die Ebene gehen. Der Aufzug der Brücke fehlt. Aber es gibt einen Wartungsaufzug in einem Schacht im Zentrum der Ebene. Eine Energiebrücke führt dahin. Aber ich konnte sie nicht finden. Viel Glück. Ich habe noch einen Versuch gemacht, die Brücke zu erreichen. Aber ich wurde auf der Sicherheitsebene getroffen. Dann jagten mir die Cyborgs hinterher. Ich konnte gerade noch entkommen, indem ich durch die Schächte kroch. Dabei habe ich mich aber ziemlich schlimm verletzt. Ich muss jetzt etwas warten, bevor ich es noch einmal versuchen kann. Ich habe das Inventar, das du wolltest. Das Zeug ist im Fach neben dem Beta-Wartungsraum. Eine Navigations- und Karteneinheit, eine elektromagnetische Pulsgranate, 6 Interface-Demodulatoren, 4 Hohlkernmunition 2100, 3 Nadelpfeile. Das meiste Zeug kommt aus Notvorräten. Ich lasse die Demodulatoren da, bis ich ein besseres Versteck dafür finde. So, und du müsstest jetzt geradeaus gehen.
Hier, stopp, zurück. Da, wo die Tür ist. Da wieder, ja. Die andere Seite. Andere Seite. Wir wollen ja rein. Mhm. Und dann gehst du den Gang so lange geradeaus, bis es nicht mehr geht. Dann gehst du rechts und gleich die nächste wieder links. Und die nächste dann wieder links. Und dem Gang folgst du dann bis zum Ende und da ist das Modul, das wir austauschen müssen. Hier. Ich, wie gesagt, geh den Gang runter, nicht hier. Ja, ich wollte nur mal gucken, was da ist. Ach so, ja, da sind wieder einzelne Module.